Hallo zusammen, ich begrüße euch recht herzlich hier wieder zu einem neuen Video zu Zusi 3. Wir sind heute mal etwas älter unterwegs, hier mit der Baureihe 110. Ja, diesmal gibt es gar nicht so viel vorzubereiten. Ich habe mir hier einmal noch den Buchfahrplan in analoger Form darliegen. Im Funk haben wir hier analogen Zugfunk. Hier ist auch schon A62 eingestellt, so wie es hier da übersteht, A62. Und ich sehe gerade, wir dürfen schon losfahren. Dann würde ich sagen, machen wir das doch gleich. So, Bremsen sind gelöst. Dann hören wir hier dem Schaltwerk zu, wie das hinter uns anfängt zu arbeiten. Wir sind heute mal auf dem Weg Richtung Aachen unterwegs. Wir sind gerade in Übach-Palenberg und fahren hier diesen Zug nach Aachen Hauptbahnhof. So. Ist diesmal was komplett anderes. So ganz alt unterwegs. Ich bin ja bis jetzt, bis auf beim letzten Mal mit dem Güterzug, immer etwas modernere Züge gefahren. Das letzte Mal bin ich ja mit der Baureihe 151 den Güterzug gefahren. Jetzt sind wir mal mit der Baureihe 110 unterwegs. Ich schreibe euch natürlich in die Videobeschreibung auch, wo ihr den Zug dann auch fahren könnt, wenn ihr das tun wollt. Habe ich bis jetzt bei allen anderen Videos auch gemacht. Ich suche mir daher meistens etwas speziellere Züge raus. Gut, der ist jetzt nicht so mega speziell in dem Fahrplan, aber der ist halt etwas älter und daher mal was anderes. So, der nächste Halt ist Herzogenrath in Kilometer 16,1. Das ist in 4 Kilometern. Ja. Was ich hier bei der Lok sehr interessant finde, ist, dass man das Schaltwerk hört, wie das hinter einem da hin und her schaltet. Finde ich eine coole Sache. Ist halt alte Technik, die heute bestimmt immer noch funktioniert. Ist halt dafür etwas wartungsintensiver. Hier geht es jetzt doch ganz schön bergauf. So, hier haben wir einmal mit Formsignalen Fahrt erwarten signalisiert. So.
das passt so schon. Da ist ja schon der Bahnsteig. Ja, man muss es jetzt nicht übertreiben mit den Bremsen. So, hier sind ja schon sehr, sehr viele Fahrgäste am Bahnsteig, ziemlich genau gar keiner. Und schon stehen wir da. Wir können dann einmal hier unseren alten Zug beobachten. Wir befinden uns hier allerdings im Jahr 1979, also das ist jetzt kein Sonderzug. Das ist hier so ein alter Fahrplan. Da gibt es hier aktuell noch keine moderneren, standardmäßig mitgeliefert für diese Strecke. Und da dachte ich mir, um die Strecke mal zu sehen und mal zu fahren, fahren wir sie mal mit der etwas älteren Lok hier. So, da müssen wir jetzt... So, sehr gut. Jetzt sind alle Fahrgäste ausgestiegen und dann kommt uns hier auch schon ein Nahverkehr, müsste das sein, entgegen. So. Dann schalten wir hier mal auf die Seite 2. Und da sehen wir, wir fahren jetzt halt erstmal hier ein bisschen mit 120 durch die Gegend. Und der nächste Halt ist da auf unserem Fahrplan auch noch gar nicht drauf. So, hier haben wir jetzt dann auch Fahrt erwarten, das ist sehr gut. Das dürfte jetzt dann ohne besondere Vorkommnisse sein. So. Geben wir mal noch ein bisschen Gas, dass wir hier die 120 erreichen. So. Dann gucken wir hier mal in den Plan. Kilometer 4,7 ist unser nächster Halt. Das ist dann... Nee, das war die falsche Richtung. Doch, Kilometer 4,7. Um 7 Uhr... So, jetzt hat. Uhr 26 und wir dürfen jetzt dann demnächst auch nur noch 90 fahren.
gucken, auf wo Kilometer 8,8 sind es dann nur noch. 90. Jo. Jetzt fahre ich hier durch den Bahnhof Kohlscheid gerade durch. So. Ja, es ist immer wieder was Besonderes hier mal etwas Älteres zu fahren, was so jetzt hat, in der Praxis gar nicht mehr so dumm fährt. So, dann bremsen wir den Zug mal runter. Wir dürfen mal wieder feststellen, der bremst mega gut. Wir sind schon unter 80. Und das Ganze dann auch noch bergauf. So. Müssen wir noch mal ein bisschen Gas geben, dass wir hier wieder vom Fleck kommen. Und wir nähern uns ja eben mit großen Schritten Aachen. Und der Kollege mit einer Baureihe 218, der uns hier entgegenkommt. Rollen lassen ist hier nicht. Es geht hier doch relativ steil bergauf. Ja, Kilometer 7,2. Gucken wir mal. Einfahrsignal von Aachen West Güterbahnhof. Sie hat sich auch bemerkbar gemacht. Kilometer 6,0. Dann ist da vorne dann auch schon das Signal. Und das Ganze ist dann auch noch hinterm Bahnsteig das Signal. Dann sind wir jetzt schon in Aachen West. Dann dürfen wir auch gleich noch den Zugfunk umstellen. Wir sind jetzt gleich, also wir müssen umstellen auf den Funk A63. So. Und dann sind wir hier auch schon am Bahnsteig.
Oh, das gibt bestimmt keine gute Auswertung bei dem Haltedruck hier. Aber gut, genau. Zugfunk wollten wir machen. Hier, da sind wir jetzt halt im A63. Gehen wir auf Funk. Kanal A63. Sehr gut. Dann schauen wir hier wieder in den Plan. Wir sind hier jetzt halt in Aachen West. Und dann, ne, dürfen wir zum Aachener, ne, na, Hauptbahnhof noch fahren. Mit 60 km/h. Ausfahrt haben wir auch schon. Das ist doch eine schöne Sache. Und ich sehe gerade, wir haben es sogar erst um 7:28 Uhr Abfahrt. Wir sind also auch noch voll in der Zeit. Ist eine schöne Sache, sehr gut. Abfahrauftrag ist da. Dann einmal die Bremse lösen. Und weiter geht die wilde Fahrt auf die letzten paar Meter. So. 40 km/h haben wir schon erreicht. Dann fehlen hier nur noch 20. So. Das nächste Signal ist dann eh schon das Einfahrsignal. Das zeigt uns auch schon Fahrt. Das ist doch schön. Dem dürften wir dann nur noch 40 fahren. Dann lassen wir mal rollen. Dann haben wir jetzt hier die 40 km/h erreicht. Versuchen die so gut es geht zu halten, die 40 km/h. Aber da können wir einfach rollen lassen, das müsste ja ganz gut gehen. Ah, es sieht so aus, als wären wir ein bisschen zu schnell. So, dann befinden wir uns auch schon im Hauptbahnhof von Aachen und müssen nur noch die letzten paar Meter bis zum Bahnsteig vorfahren. So, da sieht man auch schon die Haupthalle vom Hauptbahnhof.
Nein, ihr zieht direkt in die Haupthalle rein für uns. Ich muss mich auf unseren 200 Meter langen Zug nur noch schön hinstellen. Doch ganz gut aus. So, dann sind wir auch schon in Aachen Hauptbahnhof angekommen. Ich hoffe, die Fahrt hat euch gefallen. Wir waren jetzt halt doch etwas geschichtlicher unterwegs. Wenn ja, würde es mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao, ciao.